Juhu, endlich ist sie da, die komplette neue Küche. Wer es noch nicht weiß, ich bin Petra von Petra Likes Cooking und heiße euch herzlich willkommen. Endlich sehen wir uns wieder. Endlich kann ich wieder neue Gerichte kochen, neue Rezepte mit euch teilen, weil jetzt steht wirklich alles. Alle Geräte sind angeschlossen, alle Schränke hängen und jetzt können wir wirklich wieder durchstarten. Da freue ich mich riesig drauf. Ich habe euch sowas von vermisst. Ich würde euch meine neue Küche noch mal gerne genauer zeigen. Dann kommt doch einfach mal rum und kommt mal rein hier. Seid nicht schüchtern, kommt rein. Als erstes seht ihr natürlich meine große Kücheninsel mit diesem tollen Induktionsfeld, wo ich richtig viel Platz drauf habe. Da kann man bestimmt noch ganz tolle Sachen zaubern. Ich freue mich schon richtig drauf. Dann haben wir hier meinen Kühlschrank. Star Wars Fans werden wissen, warum ich diesen Kühlschrank Han oder Han Solo genannt habe. Mein Induktionsfeld heißt Leia. Meine Dunstabzugshaube heißt Luke. Ich habe hier ein iPad in der Küche und über dieses iPad kann ich meine Küchengeräte steuern. So habe ich dann den Backofen auch einen Namen gegeben. Das ist Chewbacca. Und meine Spülmaschine Boss Nass. Und hier, wo wir die Eckbank rausgerissen haben, haben wir jetzt das neue Fenster mit einer tollen Aussicht. Ich genieße es. Das ist die Küche, so wie ihr sie jetzt seht, wie ich sie im normalen Alltag benutze. Aber wenn wir drehen, bauen wir sie ein bisschen um. Und das zeige ich euch jetzt mal. Schaut mal hier oben. Da kommt dann gleich die Kamera dran. Hier werde ich jetzt meinen Arbeitsbereich ändern, damit ihr mich besser auch sehen könnt. Die Rollen habe ich euch ja schon im ersten Film gezeigt. So habt ihr dann die Arbeitsfläche. Die weiteren technischen Einbauten, die Mikrofone und die weiteren Kameras, übernimmt gleich der Kameramann und mein Ehemann. Ne, Moment, das sind ja dann zwei. Nein, es ist eine Person. Also der Kameramann ist mein Ehemann. Ihr werdet es gleich sehen. Das ist der Joe. Der Joe steht bei Petra Likes Cooking hinter den Kameras. Insgesamt sind das 4 Stück und weil der Joe die nicht alle gleichzeitig bedienen kann, hat er sich was ausgedacht. Überall da, wo eine Kamera, ein Licht oder ein Mikrofon hin soll, hat der Joe kleine schwarze Gestänge angeschraubt. Die heißen Stativ und damit kann er alles genauso einstellen, wie ihr das später im Video seht. Das hier ist das Spitzlicht, damit die Haare von der Petra später schön glänzen. Das längliche Ding da ist das Hauptmikrofon, mit dem nimmt der Joe den Ton auf. Deswegen muss das genau über der Stelle angebracht werden, wo die Petra später steht. Das rechteckige Ding da ist ein LED-Panel. Damit wird das Gesicht von der Petra ausgeleuchtet, damit es im Video besonders weich aussieht. Mit den Lampen an der Decke würde es nämlich harte Schatten bekommen und das sieht nicht so schön aus. Die Lichtfarbe von den Panels kann der Joe mit einer Fernbedienung einstellen. Und dann baut er noch ein großes LED-Panel auf, damit das Licht, das vom Fenster kommt, immer gleich aussieht. Jetzt stellt der Joe noch die Lichtfarben bei den Schränken ein. Und zum Schluss baut er sich ein großes Stativ zusammen, damit kann er die Details aufnehmen, ohne dass die Kamera wackelt. So sieht's aus, wenn alles aufgebaut ist und wir bereit sind zum Drehen. Ich habe auch schon eine wunderbare Idee bei diesem kalten Wetter, was ich euch dann zeigen kann. Seid gespannt! Wir sehen uns! Bis bald!